kurz nach 8. Gerade ist die Sonne zum ersten Mal rausgekommen. Bewölkt ist es trotzdem. Ein bisschen. Heute muss ich meinen Garten. Da ich den Corona-Test ja mache und das beim nahe dem anderen Walmart ist, gucke ich da nochmal nach Pötten, denn die ganzen schwarzen höheren Pötte, die eigentlich nicer sind, die waren ausverkauft bei dem Walmart hier. Unglaublich. So. Jetzt geht es nochmal Kaffee. E-Mail, Facebook-Check und so weiter. Und dann zum Corona-Test. Und dann eventuell ans Meer. Ist immer noch eine High-Surf-Warning, aber vielleicht ist die auch vorbei. Kann ich mal angeln gehen. Ja, ich bin so gut wie gesund. Ich habe immer noch so ein leichtes Kopfdrücken. Super seltsam. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass ich Corona und eine Erkältung gleichzeitig bekommen habe. Denn kann ich mir nicht erklären, warum das so lange dauert jetzt. Über eine Woche, zwei Tage. Die CDC-Regeln hier, die Gesundheitsbehörde, diese besagt, 5 Tage musst du wegbleiben von der Arbeit, kannst du wieder arbeiten. Ja. Und den Regularien folgt Blue Hawaii strikt. So, wir sind unterwegs und wir lassen uns testen. Ich mache den Rapid-Test und die DN wahrscheinlich den PCR-Test. So, wir sind schon so gut wie da hier und bei 30 Grad. Und dann schauen wir mal, was insbesondere mein Testergebnis dann heute gibt. Und dann Lilian kriegt da ihr Ergebnis erst morgen. So, dann müssen wir kurz noch bei Walmart vorbei. Und dann geht es eventuell später zum Meer oder mal sehen. Super lange Schlange bei der Testing-Zeit, deswegen gehen wir erstmal woanders hin. Hier zu Lowe's. Dann gucken wir später nochmal vorbei. Yeah, it's still pretty fast today. So, das hat irgendwie Ewigkeiten gedauert. Jetzt haben wir schon 12:45 und die hat mir vielleicht in der Nase rumgestochert heute. So, die Lena hat den PCR-Test und ich habe den Rapid-Test. Und die, das ist jetzt nicht mehr kostenlos. Wie sinnvoll ist das, das nicht mehr kostenlos anzubieten, wo die Fälle hier auf Hawaii so hoch sind wie in keinem anderen Staat der USA. Scheuert. So. Auf nach. Nee, zu Walmart erstmal. So, wir sind immer noch auf dem Weg nach Hause. Bei Walmart noch einiges an Pflänzchen besorgt, wie Basilikum und Wind und sowas. Und dann noch ein paar Töpfe. Und mein Testergebnis ist bereits da. Negativ. So, kein Covid mehr. Die Lien trägt schon bereits. Keine Maske mehr zum ersten Mal. Ich glaube, ich hatte den Schnupfen zur gleichen Zeit. Aber naja. Ab geht's in den Garten. Lien macht einfach gar nichts hier. Nein, falsch. Total falsch. Ich mache den Garten sauber. Keine Ahnung, was. Ja, so jetzt Sonnenuntergang, Pflanzen, aber es ist kein Sonnenuntergang, denn Wolken. Das Baby schreit. Lien hat überall das Unkraut gejätet, angeblich. Look at the, even this is trimmed, you see? Everything is trimmed. Ja, ist ganz stolz auf ihre Arbeit, aber sieht aus wie Hund jetzt hier. All is trimmed and then go over there. Wie das aussieht hier. Completely clean of weeds, no weeds at all. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Oh, nee, ich sehe das. So Dinnertime. Angeblich war nicht genug übrig von dem gegrillten Fleisch. Und zum Costco fertig essen.